Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der 0:2-Niederlage des TSV Steinbach-Haiger gegen die U21 des VfB Stuttgart. Ich begrüße die beiden Trainer hier vorne, Frank Fahrenhorst vom VfB und unseren Chefcoach Ersan Palatan. Schöne Grüße in den VIP-Raum an die Gäste, die zuschauen und an die, die uns im Stadion zuhören. Wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort, Herr Fahrenhorst. Glückwunsch zum Sieg, Ihr Statement bitte. Ja, vielen Dank für die Begrüßung und ja, ich denke, dass es für uns ein absolut verdienter Sieg war über die gesamte Spielzeit gesehen. Wir waren sehr, sehr konzentriert in der englischen Woche. Wir wollten den Gegner durch ein kompaktes Abwehrverhalten vor Aufgaben stellen. Das ist uns ganz gut gelungen, haben wenig zugelassen, haben dann aber auch gut versucht, nach vorne hin immer wieder Nadelstiche zu setzen und hätten da auch ein, zwei Möglichkeiten gehabt, die wir vielleicht noch ein bisschen konzentrierter, zielstrebiger zu Ende hätten spielen können in der ersten Halbzeit. Nichtsdestotrotz waren wir aktiv, das, was wir wollten. Und ja, dann hat man durch eine Einzelleistung auch sehr, sehr sehenswert das 1-0 für uns erzielt. Hatten noch eine große Möglichkeit durch Weit Fagir nach dem Eckball, im Kopfball, wo er frei zum Kopfball kommt und ja, den Ball leider übers Tor setzt. Dementsprechend sind wir auch mit dem Ergebnis in die Halbzeit gegangen. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir wollen genauso weiterspielen. Wir wussten, dass der Gegner ja ihre Qualität, ihre spielerische Mentalität auch da noch deutlicher setzen wird. Und da hatten wir die ersten zwei, drei Minuten so ein paar Probleme, aber haben uns dann auch wieder auf unsere Sachen konzentriert, haben es sauber wegverteidigt, haben wenig zugelassen und nach vorne hin müssen wir uns einfach an die Nase fassen, dass wir vorher das 2-0 machen. Alles in allem denke ich, in der Situation, wo wir waren, wo wir sind und auch mit der Personalsituation jetzt in der englischen Woche beim starken Gegner, die uns da alles abverlangt haben, für mich ein absolut verdienter Sieg und dann nochmal Kompliment an meine Mannschaft. Dankeschön. Herr Fahrenhorst, vielen Dank. Ersan, dein Statement bitte. Erstmal natürlich Glückwunsch an den Gegner. Ich sehe es ein bisschen anders, dass man jetzt über 90 Minuten absolut verdient gewonnen hat. Das kann man so sehen. Aber ich denke mir, in der zweiten Halbzeit habe ich ein anderes Spiel gesehen. Ich bin mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden, mit dem Auftritt der Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Ich habe den Jungs in der Halbzeitpause gesagt, das hat einen Testspielcharakter, was die Mannschaft heute abgeliefert hat. Und da können wir uns nur bei allen, die heute vor Ort waren, und auch bei allen Anhängern nur entschuldigen, weil sowas darf nicht passieren, wenn man eine gewisse Einstellung zum Fußball hat, eine gewisse Einstellung zu seinem Job hat, dann darf man so in der ersten Halbzeit, wie wir uns präsentiert haben, einfach nicht präsentieren. Und das war auch die Ansprache von mir an die Mannschaft in der Halbzeitpause, dass man zumindest rausgehen soll und hier Bewusstsein hat oder hier so ein Bewusstsein haben sollte, dass das ein Meisterschaftsspiel ist und dass es auch um 3 Punkte geht, dass es um Platzierung geht. Und da kann ich halt sagen, dass die Mannschaft über 35 Minuten alles probiert hat, dann in der zweiten Halbzeit das Ergebnis zu korrigieren. Sie hat sehr dominant gespielt. Ich glaube, wir haben fast nur in der gegnerischen Hälfte gespielt, dass natürlich da der ein oder andere Konter dann mal zur Geltung kommt beim Gegner. Das ist auch völlig klar, weil letztendlich auch auf der Gegenseite gute individuelle Spieler zur Seite stehen beim VfB Stuttgart. Aber deswegen ist meine Einschätzung zum Spiel eigentlich eine andere als vom Trainerkollegen. So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, so kann man auch ein Spiel verlieren. Das ist definitiv Fakt, aber so wie man in der ersten Halbzeit sich präsentiert hat, so darf man einfach sich nicht präsentieren. Und das ist das, was sich die Mannschaft oder wir uns als Trainerteam natürlich auch ankreiden müssen und werden. Und da geht es jetzt schnellstmöglich, das aufzuarbeiten und zumindest so eine erste Halbzeit, wie wir es hier präsentiert haben, nicht nochmal vorzulegen. So, die Möglichkeit für Rückfragen. Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns nochmal bei 922 Zuschauern. Es geht am Samstag hier schon weiter. Dann kommt Kickers Offenbach auf den Haarwasen, auf das Spiel. Freuen wir uns alle. Wir hoffen auf möglichst viele Besucher. Und dann nächste Woche Mittwoch, wichtiges Pokal-Halbfinale, 18 Uhr in Lehnertz. Wir wünschen den Gästen aus Stuttgart viel Erfolg für den Rest der Saison. Eine gute Nachhausefahrt. Und wir sehen uns alle hier wieder am Samstag gegen Kickers Offenbach. Bis dann.